Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte ist auf gutem Weg, als neuer NATO-Generalsekretär die internationale Bühne zu betreten. Am Donnerstag zog sich der rumänische Präsident Klaus Iohannis aus dem Rennen um den Chefposten des Militärbündnisses zurück. Damit ist Rutte der einzige verbliebene Kandidat. Vor seinem Büro posierte Rutte in Jeans, weißem Hemd und Sonnenbrille für Selfies mit Menschen vor seinem Büro. In einem Gespräch mit der Presse erklärte er, warum er sich für den Posten entschieden hat. Naja, ich hatte anfangs nicht so nach gesucht, aber ja, weet je, mit alles, was nu in Oekraïne gebeurt en de instabiliteit in de wereld. En een aantal mensen die dachten dat ik dat misschien zou kunnen, dacht ik, ja, je kunt het ook niet zomaar terzijde schuiven. En dat is natuurlijk een ongelooflijk interessante functie. Die Ernennung Rüttes könnte bei einem Treffen der NATO-Botschafter in den kommenden Tagen besiegelt werden. Spätestens aber, wenn US-Präsident Joe Biden und die NATO-Minister im Juli zu einem Gipfel in Washington zusammenkommen. Dabei war Rutte während seiner Amtszeit in den Niederlanden mit einer Reihe von Skandalen behaftet. Seine dritte Koalitionsregierung platzte Anfang 2021 wegen der Kindergeldaffäre, bei der tausende Familien fälschlicherweise Kindergeld zurückzahlen mussten.